Fantastic. Hallo und willkommen zu einem kleinen Let's Show beim Minecraft Pocket Edition. Es lädt gerade noch. Und ja, hier sind wir auch schon. Ich möchte euch ein kleines Let's Show zeigen zu Minecraft und ja, Minecraft Pocket Edition. Wir wollen jetzt mal gucken, dass wir mal den Minenschacht finden. Hier spawnt ihr und würde ich sagen, wir graben uns da mal runter. Ich bin im Creative-Modus und dann werdet ihr sehen, da drunter ein cooler Minenschacht, riesige Höhle mit Lava und so weiter und so fort. Diamanten werden wir dort auch finden. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Uhuga ist der Seed, den blende ich natürlich auch permanent oben rechts mal ein. Damit ihr so richtig, jetzt haben wir schon Eisen gefunden, also quasi an der Stelle, an dieser Ecke, wo ihr gesehen habt, da findet ihr dann sofort schon Eisen beim Runtergehen, ein bisschen Granit noch und wir buddeln es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter runter. Und ja, ich wollte mal demnächst mal ein bisschen mehr Minecraft Pocket Edition machen, hab mir gedacht, komm, wir machen jetzt mal hier ein Video. Wow, wäre ich fast in die Lava reingefallen, Alter. Ja, und wir sehen, rechts habe ich noch so ein schönes Bildchen hingemacht, weil ich ja am iPad aufnehme und iPad hat ja kein 16:9, also komm, noch schön Platz für die Facecam haben wir ja auch noch, es ist wunderbar, oder? Vielleicht mache ich es auch noch links. Ich weiß noch nicht genau. Je nachdem, wie ich da Bock drauf habe. Und ja, jetzt sehen wir auf jeden Fall, hier ist schon eine riesige Höhle. Hier ist relativ viel Kies. Hier haben wir Eisen, wir haben Redstone, wir haben Kohle. Wir haben ein reichliches Wasser- und Lava-Vorkommen auf jeden Fall auch. Ja, Redstone ist wirklich sehr viel da. Da hinten sehe ich noch Kohle und hier ist noch, Alter, das ist riesig. Das ist wirklich eine riesige Höhle. Da oben sehen wir jetzt schon die ersten Ausboten des Minenschachts und der Minenschacht ist auch wirklich richtig groß. Habe ich noch nie vorher so gesehen in Minecraft Pocket Edition. Setzt jetzt mal ein paar Fackeln, damit das mal nicht ganz so dunkel ist für euch. Wie gesagt, ich will in Zukunft mehr Minecraft Pocket Edition machen, weil ich Minecraft Pocket Edition einfach richtig geil finde. Ich finde es halt richtig, ah, das ist ein Diamant, da war ein Diamant. Ich finde es halt richtig Potenzial, so, da seht ihr es, der Diamant. Ich habe übrigens im Minenschacht auch noch Diamanten gefunden. Allerdings offscreen, ich wollte euch da nicht spoilern. Ne? Wer dann sich die Zeit nimmt und mal im Minenschacht sucht, wird auf jeden Fall noch Diamanten finden. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich jetzt hier erstmal durch. Nein! Mal gucken, wie ich da durchkomme. Springen doch hoch. So, jetzt mal eben kurz noch eine Fackel setzen. Das soll ja auch hell genug sein für euch. Da oben. Da oben geht's weiter. Ihr seht es. Spinnenweben. Ich habe jetzt die Monster mal ausgemacht. Damit ich hier unbehelligt durchlaufen kann. Müsst euch natürlich vorher acht nehmen, ne? Hier sind immer Monster unterwegs. Da ist noch mehr Eisen. Kohle. Und es ist wirklich. Es ist einfach gigantisch, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist ja das, warum wir Minecraft Pocket Edition, die neue Version, so lieben. Und ja, demnächst will ich unbedingt mehr aufnehmen davon. Ein paar mehr neue Maps testen. Mal gucken. Ich weiß jetzt auch, wie man online einen Server erstellt. Vielleicht ja mal mit dem einen oder anderen von euch eine Runde zocken oder so. Das wäre natürlich auch ganz nice. Während ich jetzt hier noch so durchlaufe und sehe das da hinten noch so ein bisschen. Ja, die, natürlich auch mal schön, wenn man Schienen hat. Ah, es brennt. Das ist natürlich auch geil, wenn die Lava da auf diese Holz-Sachen trifft, dann brennt es natürlich auch. Ja, hier noch ein bisschen Licht gemacht. Ich will jetzt nur mal so ein bisschen zeigen, wie das hier noch so aussieht im Minenschacht. Seht ihr ja, kann man hier so schön durchlaufen. Und ja, wenn ihr Glück habt, findet ihr dann ein paar Diamanten. Spinnennetze haben wir hier noch und ja. Ach, geht doch da hoch. Ah, Kante. Die gute unsichtbare Kante. Ja, wenn ihr da Glück habt, dann findet ihr noch ein paar coole Ressourcen. Alter, da darf ich jetzt nicht herlaufen, also da. Also wieder zu viel Lava. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt gleich auch mal wieder den Weg nach oben anzutreten. Weil sonst ist einfach. Es ist einfach zu viel zu erkunden in dieser kurzen Zeit. Das ist schon. Ist schon auf jeden Fall heftig. Während ich jetzt hier noch so durchlaufe, da ist. Naja, der schlau. Eine Fackel ins Wasser zu setzen. Das ist wirklich ultra intelligent. Ja, nochmal. Genau. Ich will die eigentlich da hinsetzen, wo die Wasserquelle aufhört. Wo die anfängt. Zack. Damit wir das Wasser mal ein bisschen trockenlegen können. Ah. So, und jetzt mal irgendwie noch. Mal irgendwie jetzt hoch. Das wäre noch was Feines. Allerdings habe ich die Befürchtung, diese Spinnenweben werden uns jetzt auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen. Nein, nein, nein. Das Geile ist, wenn ich am iPad zocke und dann das Bild streame, kann ich ja quasi sogar, wenn ich die. Ich muss die Steuerung noch umstellen. Quasi nicht mehr, dass ich dann direkt da tippe, wo ich drauf drücke, sondern dass er dann das Kreuz hat, wisst ihr? Da kann ich ja quasi am iPad spielen, wie so eine Art Maus und kann am PC gucken. Das ist ja auch geil. So, jetzt kommen wir hier im Ozean raus. Ich wollte euch jetzt noch mal eben kurz die Map noch zeigen. Sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, die Map hat euch gefallen. Es werden noch weitere Vorstellungen kommen. Ich habe noch richtig geile Maps rausgesucht. Goldene Map mit viel Gold. Noch Adventure-Maps und so weiter und so fort. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.